erleben. Die Küstentour von NDR 1 Niedersachsen. Mit Michael Thürnau und Thomas Stahlberg live aus Greetsiel heute. Auf dem Hafen. Reserviert. Ich muss mich mal wieder blamieren. Heute beim Krabbenpoolen gegen die amtierende Weltmeisterin. Wobei Krabben man hier gar nicht sagt, Thomas, ne? Nein, also der Greetsieler und Krummhörner, der sagt Granat. Also das ist hier das Wort der Wahl. Aber Michael, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln. Du hast hier eine Riesenschüssel. Das erinnert mich eher an eine Badewanne. Ich glaube, für dich reicht eine Streichholzschachtel. Welche Größe. Du fängst erstmal mit der kleinen Schüssel Vielleicht an. Vielleicht bin ich auch eine Granate beim Granatschälen. Ja, so wie gestern beim Knoten machen wir. Wahrscheinlich. Nein, nein, wir werden das jetzt erstmal ganz locker angehen. Wir wollen uns jetzt erstmal so eine Krabbe von nahem sehen und sehen, die hat Augen, die hat Fühler, die hat Panzer, die hat kleine Beinchen und die hat einen Schwanz hinten. Edda Poppinga ist die Weltmeisterin im Krabbenpool und schafft 3 Kilo in der Stunde locker. Das ist Michael auch locker, aber es geht hier ja nicht um Essen, sondern um Spiele. Frau Poppinga, jetzt zeigen wir dem Michael mal, wie man so eine Krabbe poolt. Wir haben, also die besteht eigentlich aus 2 Teilen, ne? Schwanz und Kopf. Und dann? Ja, dann muss man hier vorne drücken, ziehen und dann das Fleisch rausnehmen. So, Michael, drücken, ziehen und Fleisch rausnehmen. Zack. Das ist wie im Kühlschrank bei mir. Ja. Fleisch rausnehmen. Macht er das richtig? Ich sehe es gar nicht. Ja, immerhin. Ja. Also die erste Krabbe ist gut. Wir machen das ja nachher auf Zeit. Was, Frau Poppinga, ist denn eigentlich in so einer Krabbe? Ich weiß ja, so ein normales Tier besteht ja auch aus Inhalten wie Herz, Leber, Nieren, Darm. Was isst man eigentlich von der Krabbe? Also die Augen schmeißt man ja damit weg in den Müll sozusagen. Was isst man wirklich von der Krabbe? Fleisch. Nur das Fleisch. Also wenn ich Michael jetzt den Kopf abdrehe und was anderes abziehe, dann bleibt nur das Fleisch drüber. Ja, sehr schön. Michael, wie sieht's aus? Also es ist mühsamer, als das ganze Tiefgefroren zu verwenden, aber es ist auf der anderen Seite auch ganz, ich kann mir das so gut vorstellen, so ein Gläschen Wein dabei und dann ordentlich ein bisschen klönen mit Edda, also da kann man schon Spaß bei haben, aber... Geld verdienen wirst du damit nicht, glaube ich, ne? Weiß ich nicht, vielleicht schlage ich ja auch Edda und dann bin ich der neue Weltmeister im Krabbenpool, das wäre schön. Ja, wir machen gleich das Spiel, so in einer Viertelstunde, wir haben 1 Minute Zeit, die Weltmeisterin gegen Michael Thürnau und wir gucken mal, wer dann, wir wiegen nach, wer dann die meisten Krabben geschafft hat, wird schwer, Michael. Ja, jetzt gucken wir mal auf die Uhr gemeinsam. 11.23 Uhr, NDR 1 Niedersachsen, heute live von der Küstentour aus Greetsiel. Schönes Wetter geworden, Thomas, und der Ort ist proppevoll mit Touristen und alle wollen mich jetzt gewinnen sehen. Gegen Edda Poppinga. Beim Krabbenpoolen. Genau, natürlich. Die ist amtierende, seit Jahrzehnten amtierende Weltmeisterin im Krabbenpoolen und unser Wettbewerb ist jetzt, beide treten gegeneinander an. Michael gegen Edda, 1 Minute Zeit. Jeder darf schon mal eine Krabbe in die Hand nehmen. Michael, in die Hand nehmen. Und dann würde ich sagen, wer am meisten gepoolt hat, der gewinnt. Auf die Plätze, fertig, los. So, die Minute läuft und Michael schält die Krabbe aus der Schale. Hat noch etwas Probleme, bricht gib alles, Krabbe, Michael. Und hat jetzt, Michael, du sollst ja, in 2 Teilen abziehen. Da fummelst du dir eins zurecht. Edda hat schon hier 2 Kilo fertig. Auch uns so klug schieben hier. Ja, ich sehe das. Das arme Tier hat jetzt noch Schmerzen, so wie das ist. So, 2 Krabben hat Michael geschafft. Und wir haben jetzt schon eine 1/2 Minute rum, Michael. Das wird. Hast du einen hohen Zahn im Mund? Ich habe zumindest gerade Hunger da drauf. Ja. Es duftet ja ganz herrlich. Also für einen hohen Zahn reicht das. Da kannst du dir das Loch im Zahn mit dicht machen. Ja, aber ich finde ja, Krabben schmecken toll, riechen gut, aber so richtig hübsch aussehen tun sie nicht. Ne? Nö, aber das muss ja auch nicht. Der Augen zu, im Magen sieht alles gleich aus nachher, Michael. So, ich gucke mal, lässt mich da aber auch gar nicht weg. Du haust ja die Schale mit da rein. Die ziehen wir nachher ab. Und Edda hat die Schüssel fast voll. Edda, ist lockeres Arbeiten. Du musst dich gar nicht großartig anstrengen. Edda. Oh, sie ist doch sehr konzentriert. Ja. Michael, geht's noch? Ich bin auch konzentriert. Also, die letzten Sekunden laufen. Und Schluss. Schluss, Schluss, Schluss. So, wunderbar. Also. Ja, also wir wollen nicht zu viel verraten. So, Edda poolt noch bei Michael nach. Wir werden das Ganze jetzt mal
wenn Edda die Schönheitsfehler, die Michael hinterlassen hat, korrigiert. Das ist keine Schale, das sind Ballaststoffe. Genau. Wir melden uns gleich wieder, wir werden jetzt wiegen und dann kommen wir zur Siegerehrung. Ich kann nur verraten, es wird ganz schön knapp. Jo. Ausdrücklich, Michael. Wir kommen zur Verkündung des Ergebnisses. Wir haben gewogen. Ich muss dazu sagen, es war schwer, überhaupt was da zu wiegen bei dem, was du da geerntet hast aus der Krabbe. Aber ich sage mal, Edda Poppinger hat die Pool immer noch da hinten. Edda, das Spiel ist vorbei oder hast du immer noch Hunger? Ich habe noch ein Stück Schwarzwald für Herrn Tonopol. Oh ja, okay, Edda, das kannst du machen, weil seine Krabben hätten nicht mal für die eigene Zahnfüllung gereicht. 1, 2, 3, 4, 5 Stück habe ich geschafft. 5 Stück und wir haben gewogen, ja. Und es waren 12 Gramm. Und dann ist uns eingefallen, Mensch, wir müssen die Schüssel ja noch abziehen und die wog alleine 11 Gramm. Also, Michael hat exakt in einer Minute 1 Gramm Krabbenfleisch geholt. Und Edda hat geschafft 16 Gramm. Also ein deutlicher Sieg für Edda. Herzlichen Glückwunsch. Und ich bin beeindruckt davon, mit welcher Leichtigkeit das sie macht, mit wie viel Liebe auch sie diese Krabben anfasst. Man muss immer dazu sagen, das ist natürlich heute für sie ein großer Spaß. Sie ist ja überall bei Veranstaltungen und tut etwas für dieses Naturprodukt aus der Nordsee. Früher war das für viele, viele Menschen eine richtig ernsthafte Arbeit, wo man Geld mitverdient hat. Und wer das so viel Herz macht, der ist ein gutes Aushängeschild für die Küste, oder? Unsere Edda, Glückwunsch! Jetzt haben wir es 11 Uhr und 48, noch 12 Minuten bis 12 und nach dem Schälen probiere ich jetzt mal ein paar Krabben. Lecker. Ich habe Schwäne. Das ist wirklich der Schwanz auf der Stirn.